Okay. So. Am Ende waren wir hier schon mal. So. Klar, könnte ich jetzt, hätte ich vorhin einfach B drücken können, wenn er hier diesen Weg anzeigt. Mit den hier. Da. Wenn das hier macht, da, zack. Dann hätte ich gewusst, dass ich da vorhin hätte hin müssen, aber warum? Also ich meine, ich muss mich ja... Ne, das ist ja fast wie Spoilern, da weiß ich, okay, ich muss dahin, da geht's storytechnisch weiter. Das ist doch... Nö, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Kleines Medipack-Inventar voll. Na gut, wir haben jetzt 3 Stasepacks, dann können wir doch mal eins verschwenden. Ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt, dass ich 3 Stasepacks habe. Sonst habe ich mal nie eins. Und jetzt kriege ich da rein. Ein Stasepack, ich fasse es nicht. Supervisor Second Engineer Dallas. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen. Was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Monster? Oh Gott, was ist denn da alles vor sich gegangen? Also so wie das erzählt hat, müssen ja manche Leute die Leichen extra so gelassen haben, damit da Monster draus werden, die rennen können. Also als ob jemand will, dass da Monster draus werden. Wahrscheinlich so wie dieser komische Professor, den wir da getroffen haben. Oh Gott. Und er wollte sich jetzt, hat sich da erstmal die Gliedmaßen abgeschossen, damit er nicht zu so einem Monster da wird, wie die anderen auch. Also das ist ja mal mega krank. Da ist der Anzug, glaube ich, 35 Tacken. Also 35.000. Ihr achtet mal auf den Helm. Anzug Level 2 sah so aus. Anzug Level 3 so. Anzug Level 4 sieht so aus. Ich finde, Anzug Level 4 sieht mega scheiße aus. Aber bitte natürlich mehr Platz im Inventar und eine bessere Panzerung. Von daher brauchen wir uns wegen dem Aussehen jetzt nicht unbedingt zu beschweren. Jetzt will Davi jetzt 3 Stasepacks noch bei uns tragen. Packe ich einfach mal eins ins Safe. Es ist immer gut, wenn man eins noch auf Lager hat, glaube ich. Dann Laserkanone können wir mal eins in Safe packen. Die nutzen wir eh nicht so viel. Eigentlich können wir 9 in Safe packen. Das Müllnuss-Inventar zu Impulsprojektile haben wir eine Menge. Plasma-Energie auch wieder nur 6. Dann kaufen wir jetzt mal noch ein bisschen Munition dafür. Ja, ich weiß, Geld, aber... Ich meine, es geht auch so. Und ich habe lieber Munition, als dass ich irgendwie einen guten Anzug habe, aber keine Munition. Also, versteht da, was ich meine? So, das müsste jetzt ein bisschen mehr als ein Magazin sein, was wir uns hier gekauft haben. Jetzt muss ich hier wieder durch diese komische Scheiße durch. Bis da hinten hin. War da jemand? Sah so aus, meinte ich. Entschuldigung. Meine Stimme versagt langsam wieder. So. Hier können wir nichts machen, weil hier kein Strom ist. Dann mache ich einfach mal das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Dann gehe ich jetzt darüber und klaue mir diesen Energieknoten hier. Also, ah, hallo. Was? Komm noch her. Na, geht doch. So, ich werde jetzt gleich angegriffen. Ich kann dabei nicht sprinten. Oh, renne, 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 renne. Das sind diese Explosionsdinger.
wäre extrem eng geworden, wenn ich da lang gelaufen wäre. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil es im Raum auch eng ist. Ein Stasepark. Ich werde nicht wieder. Jetzt kriegen wir hier gar nichts. Denn jetzt ist hier alles voll. So. Ja, klasse. Passt. Mach rein die Schose. Ich hab grad Schiss, dass irgendwie ein Viech kommt. Wahrscheinlich aber erst wieder, wenn der dieses Ding da dran ist. Junge, jetzt stell dich mal nicht so an. Ah, okay. Ich bin gewappnet. Gegen allerlei Feindseligkeiten. Oh, es geht runter. Ich dachte, es geht rauf. Da hier die Säule ist, glaube ich, es geht da weiter. Genau. So. Ihr Monster und Kreaturen, kommt her. Ich habe genug Stase für euch. Oh oh. Irgendwas ist hier. Irgendwas, was sich jetzt nicht so lecker anhört. Das ist auch eine Stasi-Station. Wenn ich hier wieder was nehme, kommt bestimmt wieder ein Vieh. Das ist öfters mal so. Man wird immer so gelockt von den ganzen Items, ne? Das ist echt krass. Mann, ja, dann mach erst den Textlock. Ich hab grad Schiss, dass hier unten Viech kommt. Ah! Da bin ich hergekommen. So, stell dich mal wieder hier hin. So, damit wir alles im Blick haben und jetzt nicht irgendwie ein Ding kommt bei mir lesen. Logbuch des Abbaubetriebs. Dallas. Mavericks. Supervisor. Zweiter Ingenieur. Die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle, obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gesteinsbrocken wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt verarbeitet, raffiniert und geschmolzen. Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischen anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei 35% Mineralien, 5% Fossilien und 60% Abfallprodukte. Aber das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht aus 65% Mineralien und 0% Fossilien, was auch zu erwarten war. Das ergibt 6,5 Tonnen Erz pro 10 Tonnen Gestein. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit einer Anomalie zu tun haben, sind wir auf eine regelrechte Goldader gestoßen. Das war vielleicht der Grund allen Übels gerade, den wir hier gelesen haben. Ich glaube, die haben da angefangen zu bohren. Haben halt gemerkt, dass Rohstoffe hier ganz gut zu machen sind. Und sind dann aber in den Tiefen, glaube ich, auf diesen Marker gestoßen. So würde ich mir das jetzt erklären. Der dann hier ausschlaggebend war, warum es jetzt so aussieht, wie es hier aussieht. So. Tritt Schwerelosigkeit. Ah, geil. Sind bei diesem riesen Raum. Ich frage mich einmal, Eintritt Schwerelosigkeit, warum wir immer auf dem Boden laufen können. Ob das an unserem Anzug liegt, oder? So, jetzt muss ich um diese Strahlen hier aktivieren. Deaktivieren natürlich. Aktivieren. So, aktiviert sind sie schon. Kann man hier was machen? Nee. Was? Ein schwarzes Vieh? Was sehr viel aushält. Mein Inventar ist schon wieder voll. Das ist ja unglaublich.
Maul, deinen Schwanz, den schieße ich jetzt erstmal ab. Dann bist du Geschichte. Boah, 2500 Credits. Ja, wie nice. Das Medipack muss ich jetzt leider liegen lassen. Aber wir sind auch gerade echt gut dabei, was Leben angeht und Spaß. Jetzt können wir die ganze Zeit Viecher, wenn wir das irgendwie machen wollen, oder was? Komische schwarze Skorpionen-Gedönse. Ich habe ja auch null Ahnung, wie man das aktiviert. Jetzt habe ich das hier verlangsamt. Ach, du lebst noch. Ich wollte auf den rauftreten, aber das ist jetzt nicht so gut. So. Wie mache ich das denn? Wie deaktiviere ich das denn? Raufschießen bringt erstmal nichts. Da irgendwie was machen mit Stase? Ich glaube, wir haben wirklich extra so viel Stase bekommen, weil man die jetzt auch irgendwie auch braucht, weil man irgendwie wahrscheinlich hier mega viel anhalten muss. Boah, ich habe mal null Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Das fährt da immer lang. Ja, I don't know what to do with myself. Flieg, Isaac, flieg. So, da reinzugehen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Das ist die Tür. Das ist diese andere Strahlending. Wenn ich da jetzt mal Stase einsetze und da auch und jetzt dahin gehe, wo ich war, dann müsste das doch funktionieren, oder? Oder sind bestimmt schon wieder lange. Scheiße, bestimmt ist schon wieder in Betrieb, ne? Muss dann, glaube ich, schnell sein. Stase jetzt alle. Ich habe noch 3 Stase-Packs mit. Oh, zum Glück. Wir können hier noch ein bisschen rumprobieren. Also ich glaube, wir müssen das langsamer machen mit der Stase und das da oben langsamer machen mit der Stase und dann dahin rennen. Und das, ja. So, komm. Ich verstehe es nicht. Bin ich jetzt zu langsam, oder? Warum? Oh, ich habe echt keine Munition mehr für die Energiekanone, sehe ich gerade. Das ist mal was ganz Neues. Hoffe ich mal mit meinem Pulsgewehr rum. Ich glaube, das Teil muss ich auch noch anhalten. Dieses Ding da. Da ist nämlich so ein Auge, was da mal rangeht. Seht ihr das? Da, dieses Auge da. Scheiße. Zu spät. Ich weiß nicht, wenn ich das da raufhalte, ob da was funktioniert dann. Mann! Mach doch mal hier Stase, mein Freund. Wieder daneben. Stase ist alle. Das ist jetzt mal kompliziert. Da habe ich jetzt echt mal keine Ahnung. Da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung. Wir sehen auch nicht, was ich da jetzt machen soll. Das ist ja blöd. Ich
Doch mal schnell. Diesem Ding läuft hier aber nicht alles. Ich kann ja auch nichts aktivieren oder so. Was muss ich denn machen, wenn ich die langsamer gemacht habe? Muss ich das dann da auch noch langsamer machen, oder? Muss ich da irgendwas reinwerfen da oben? Muss ich die Strahlen irgendwie umlenken? Ich habe keine Ahnung. Aber ich treffe das auch nie. Einschießen oder? Nee, glaube nicht. Jetzt noch ein Stasepunkt. Das ist ja. Oh, hallo Inventar. Ja, wo denn? Ich schenke dir irgendein WC-Accessoire, weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht ein Seifenhaar. Ja, nö, ein Föhn. Von wegen nasses Haar. Was? Nein, er hat gerade nicht für das Brot zitiert. Ach. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Okay, Freunde, dann mache ich an dieser Stelle mal einen Cut und sehe mir das an, wie man das macht. Bis gleich. Thank you.